Du möchtest also besser in League of Legends werden? Dann ist die Hub Academy genau das Richtige für dich. In unserer Hub Academy findest du Unmengen an Material und Guides für alle Rollen. Das fängt an beim Split Push, geht weiter zum Jungle Tracking, hin zum Positioning und natürlich auch Wave Control. Unsere Kurse sind so gestaltet, dass die Videos aufeinander aufbauen und du somit immer mehr Wissen sammelst. Da wir auch viel Wert darauf legen, dass du die Dinge verstehst und anwenden kannst, haben wir unter jedem einzelnen Kurs noch mehrere Fragen vorbereitet. So kannst du überprüfen, ob du den Inhalt des Kurses verstanden hast und bereit bist, das Gelernte direkt anzuwenden. Möchtest du dich noch weiter verbessern? Kein Problem. Wir bieten außerdem interaktive Seminare, bei denen unsere Coaches oder andere Referenten dir verschiedene Themen präsentieren, die man in Videos nur schwer erklären kann. Dazu gehören Dinge wie improve ich richtig? Oder Mentalitäten wie, ich bin Low Elo und das ist okay. In den Seminaren liegt der Hauptfokus natürlich auf der Interaktivität, also kannst du jederzeit in den Chat schreiben und Fragen stellen. Was machst du aber, wenn du den Inhalt eines Kurses nicht ganz verstanden hast? Auch dafür gibt es eine Lösung. In unserer Need a Gang-Funktion kannst du uns eine Nachricht hinterlassen, auf die einer der Coaches innerhalb von 24 Stunden antwortet. Worauf wartest du also? Beginne deinen Weg und schreibe dich in unserer Hub Academy ein, um deine Ziel-Elo zu erreichen. Okay, let's fucking go. Warte mal, ich muss Devil Trigger dabei hören. Devil Trigger, ich muss diesen Champion fühlen. Ich kann nicht Samira spielen, ohne Devil Trigger zu hören. Hältst du von ihrem Skin? Ich finde generell solche Zukunft scheiße hässlich. Deswegen juckt er mich nicht. Doch PB, warum Ghoster? Digga, das, du glaubst nicht, wie oft Ghoster auch mal in Viewergames dabei sind. Von dem Kit her solide. Ich finde, sie macht Spaß zu spielen. Hey, Saphiro, danke für die 2. Hey, Jumer, hoffe, bei dir läuft gut. Einschaltungszeichen. Ich kann mich nicht beschweren, bei mir ist alles supi. Das kann ich aber auch nur zurückgeben. Ich hoffe, bei dir ist auch alles gut. Der Champion wird in 2 Wochen released, wahrscheinlich. Warum hat sie eine Augenklappe? Weiß ich nicht, Mann. Vielleicht, weil sie zu viel Gemüse gegessen hat. Müsst die Passive nochmal testen, ob die Passive mit Conqueror synergiert. Aber Broken Faktor, ich finde sie nicht broken. Sie ist stark, wenn sie ihr Scaling bekommt, aber nicht broken. Minions have spawned. Weil, Leute, nochmal das Problem mit Samira ADC, ihr Q ist ihre Hauptfähigkeit, scaled mega nice mit Level. Das kriege ich hier aber nicht auf der Rolle. Warte mal. Wir sind weak, by the way. Münze, fang. Wären wir als Erste gegankt? Kostet ein Gold, nur wenn ich treffe.
Will ich hier mal sehen, sonst würde ich hier minus ein Gold stehen. Ne? Ihr habt gesehen, hat mich nichts gekostet. Ja, warum steht er AFK rum? Hat er Lag? Aber da könnt ihr es hier nochmal sehen. Und minus ein, weil ich getroffen habe. Oh, Leute, hat er gar keinen Cooldown. WTF ist ja mega nice. Hat er null Cooldown. Okay, Leute, mit Leona ist das richtig stark, wenn man das chaint. Leona macht E, ihr macht Samira Passive, Leona macht Q, ihr macht Samira Passive, danach Ulti und dann wieder. Ich könnte eben mal einen Permalocken, ne? Wow, okay, das ist stark. Die Passe hat aber mega den Cooldown. Ah, Mist. Hätte ich den Reset schneller bekommen, hätte ich weggehen können. Auch gut, ich habe mein BF. Ich muss mal unbedingt testen, ob die passive Conqueror hochstackt. So kannst du diesen Conqueror kommen mit Leon. Höre ich heute schon zum 10. Mal. Es hat richtig was, Devil Trigger zu hören, während man diesen Champion spielt. Es hat richtig was. Nein, der Unterschied zwischen Medi und Ranger Auto-Attack ist einfach nur, dass du mit Medi ein bisschen mehr Damage machst. Aber das lohnt sich nicht. Wenn du cool Medi Range machst, ist es auch AOE. Dann war es auch. Also dieses Gun-Sword-Gameplay bemerkst du gar nicht beim Champion. Like, du sagst nicht, oh, ich bin Midi, ich muss jetzt anders spielen. Weißt du? Leute, keiner von euch hört die Musik. Ich hab das so eingestellt, dass ich es höre. Push dich ran. Was? Eine Patze mich mit an mich auf. Nein, Mitte wirst du sie wahrscheinlich nicht sehen. Also ich sehe nicht, bestimmt in einigen Matchups ist es bestimmt playable. Grundlegend denke ich aber nicht, dass wir sie dort sehen werden. Was ist die W? Yasuo Windwall quasi. Die Essence-Lanz blockt Projektil ab und macht Damage nur. Aber das Ding macht nicht viel Damage. Ah, Ortec wird clunky sein. Ihre Ortecs sind nicht clunky.
Es sieht nur clunky aus, weil ich nicht in Attack Speed investiert habe, großartig. Weil der Champion braucht keine Attack Speed. Ich brauche Level, dass ich Q spammen kann. Da hast du noch 2 Sekunden Cooldown. Da machst du halt Spell Ortec. Alter, dieser Mira 6, die fasse ich nicht an. Oh, Leute, den gesteed bekommen. Der Arme, er wird ja gerade mega verprügelt. Man wird einen Heldentod. Oh, warte mal. Oh Leute, wir hätten ihm helfen können. Wir haben gerade mega reingeht. Wir haben ihn gerade verkauft. Ich bin auf Level 6 gespannt. Ja. Ich habe jetzt keine großartige Combo gemacht, weil ich meine Cooldowns nicht verbraten wollte. Aber jetzt kann ich fighten. Aber jetzt bin ich strong. Ich will diven. Aber ich glaube, es wäre nicht die schlauste Idee. Wobei, wenn Zack kommt, dann ist Double. Nice. Wir haben mega viel Tank in Minion Waves auch noch. Geben wir den Turm noch? Gib mal den Essence Reaver und geh mal straight up AI. Also die Machine Gun, die passive. Ja, wenn der Gegner im TC ist und ich ihn rechts klicke, jumpe ich ihn. Actually, ich will den mal probieren. Jumpe ich ihn an. Das ist ein Tabis Game. Und greif halt, schieß halt 6-mal drauf. Aber ich weiß nicht, ob das mehr Damage macht. Steht nicht dran. Steht nur, dass ich 6-mal drauf schieße. Ist halt wichtig für Conqueror einfach nur. Cleaver kann ich damit vollstacken, das weiß ich. Aber Conqueror ist halt hier eine Frage, ob ich dann 6 Stacks Conqueror kriege. Wenn ja, wird Conqueror eine sehr gute Rune sein. Also auf der Botlane. Fällt auf, mit dem Schwert kann man sehr schön die Animation mit Q canceln. Boah, die eine Fliege geht mir mega auf den Sack. Nein, es gibt keinen Delay. Oh.
Oh, Leute, war auch schon 6-2, die Samira, ne? Die war mehr gefeedet als ich, WTF. Oh, oh. Ich hab kein Mana für Ulti! Ich hab kein Mana für Ulti! Oh, 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 jetzt hatte ich noch Mana. Okay. Das war... Hab ich mich fast eingekotet. Mal so ein Bild hier probieren. Die Ulti hat 3 Sekunden Cooldown, aber kostet mich halt meine Stack-Ressource da. Nee. Also ich denke nicht, dass ich Presence of Mind brauche. Ich habe es ja schon mal mit Essence Reaver gespielt, das reicht auch raus, aber ich probiere nur ein neues Bild aus. Kommt natürlich halt auch drauf an, wie oft du deine Fähigkeiten benutzt. Ich denke nicht, aber ich denke gar nicht, dass wir Dingens brauchen. Presence of Mind. Eigentlich sollte ich jetzt gar nicht so weit vorne stehen. But we're gonna YOLO it. Irgendwas mit 200 Jahren Champion Design, Leute. Irgendwas mit 200 Jahren. Warte mal, ich kann den einfach töten, Mana kriegen, lol. Warte, Moment mal, ich mach noch einen Camp, verkauft man Dorans, ne? Skin ich ein bisschen Cheater-Skin, man erkennt halt einfach nichts, weiß ich nicht, ich hab jetzt keine Probleme mit. Ich glaube, meine Ulti slowt mich leicht. Ja, Leute, wir spielen jetzt das Draven-Bild. Ja, ich finde auch, dass Riot zu viel auf einmal release. Wenn es Preseason gewesen wäre, könnte ich es verstehen. Jetzt finde ich es momentan echt ein bisschen zu viel. Hä? Bruder, Overheal habe ich doch schon dabei. Gott, mein Push ist abysmal, wenn ich nicht Q-Spam kann. Einfach nur, wie nah ich am Gegner dran bin. Das entscheidet, ob ich Midi-Form bin oder Range. Ne, wenn ich ihn jetzt auf Range rechts klicke, mache ich den hier. Wenn ich aber Midi bin und ihn rechts klicke, ziehe ich das Schwert. Ich gehe aber in die Mitte und force einen Aram. Ich will fighten.
und man hört nichts anderes mehr. Okay, erst mal in Cleaver gegangen. Pull my devil trigger. Was geben die Stacks? Genau, Movement Speed. Und wenn ich voll gestackt bin, habe ich Dingens. Aber kann ich ulten. Krieg für jeden Stack 3,5% Movement Speed. Und nach 6 Stacks kann ich Ulti benutzen. Oh, ich wurde gecancelt, scheiße. Darf das nicht vergessen. Ich kann gecancelt werden. Ich kann gecancelt werden. Lol, warte mal. Ich kriege nicht mal CDR. Ihre Ult zieht null Value aus CDR. Lol, mega gescammt. Ich wollte mir Edge kaufen, ne? Weil vielleicht sollte ich langsam echt mal ein bisschen Crit holen. Wobei, der ist mir momentan noch nicht consistent genug. Cloud Soul, mega dumm. Mega useless. Er kann mich niemals umbringen. Selbst wenn er einen normalen Ping hätte. Du würdest mich nie killen, Bro. Leute, like, what the fuck? Ich habe 120 Armor. Er hat ein Lethality-Item. Weißt du, was du da machst? Ja, warum? Also bildtechnisch momentan noch nicht. Ja, das ist mein drittes Game. Muss ich mir noch ein bisschen zurechtfinden. Einfach rein da, Leute. Ah, die CC mich halt. Yes. Ich sollte nicht zu tief reingehen. Ich glaube, man muss da, ich glaube, für Katarina-Spieler ist der Champion echt cool. Aber ich habe den Drang reinzugehen. Ich habe den Drang mega reinzugehen. Das macht voll Bock. Fühlt sich nice. Ja, es fühlt sich echt cool an, sie zu spielen. Hey, sag mal. Jungs, kann ich mal einen Test bei euch machen? Ich will gleich einfach mal gucken, wie viel Damage ich mit so einer Full-Ulti mache. Am besten auf ihn, er ist nicht weak. Wir machen es auf ihm, denn, warte mal, kommt mal alle. Denn er ist auf demselben Level wie ich, er ist auch relativ gefeedet und er hat auch schon tankige Items. Okay, warte mal, ich stack mich an ihm erstmal hoch. Warte mal, ich muss ihn nochmal eben kurz treffen. Okay, wie viel Damage mache ich nur mit meiner Ulti an ihm? Okay. Mit einem Off-Tanky-Build... Plus, dass er 120 Armor und One-Shot ich ihn fast. Er Death Dance plus Ninja Tabis. Okay, warte mal, ich brauche noch wen. Passive Appen. Ja, mach mal, weil wir können es an ihm hochstecken.
Oh, Junge, stack schneller. Okay. Den Yasuo mit seinem Schild, also ohne Schild, one-shotte ich ihn. Aber er ist halt, er hat halt auch nur 62 Ammo. So, Moment mal. Nauti, heal dich mal in der Base hoch. Okay. Okay, er hat 215 Armor und ich habe keinerlei Armor-Pen. Ich habe ihm 500 Damage gemacht. Okay. Alle von euch mal zum... Okay, Moment mal. Wir stecken uns ihm... Okay. Okay. Kann ich jetzt direkt wieder ulten. Also wenn sie uncheckt ist, mördert sie alles. Wenn sie uncheckt ist, mördert sie alles. Und Leute, nicht vergessen, die sind nicht weak. Samira ist Level 14. Er hat einen Cleaver plus Tabis, plus Destins plus Schuhe. So, der Jon hat sich auch nochmal Armor geholt. Er hat auch Armor. Der ist locker auf 200 Armor. Like, that's not bad. Das ist very, very fucking strong. Ihre Ulti kann Crit auslösen. Ihre Ulti kann critten. Ihre Ulti löst Crit und Lifesteal aus, aber keine Onnits.